Liebe Mitglieder, liebe Gäste, wir freuen uns sehr, dass so viele Gäste, Mitglieder und Freunde bei diesem Bilderbuchwetter den Weg nach Schmölln zum Sommerfest des AfD-Kreisverbandes Greiz-Altenburg gefunden haben. Seit unserem Sommerfest letztes Jahr hat sich einiges ereignet. Durch ihren Satz, wir schaffen das, hat unsere Kanzlerin nicht nur der ungesteuerten Einwanderung in die Sozialsysteme Tür und Tor geöffnet, sie hat auch den Niedergang der eigenen Partei eingeläutet. Ja, das stimmt. Der Erfolg letzte Woche, als wir erstmals bei einer Wahl besser als die CDU abschnitten, wird nicht der letzte gewesen sein. Schon nächste Woche in Berlin muss die CDU wieder zittern, weil die AfD ihnen auf den Fersen ist. Wir sind guter Hoffnung, auch hier wieder klasse abschneiden zu können. Die Prognosen liegen jetzt schon bei 15% und mit steigender Tendenz und meist sind wir ohnehin besser als diese Prognosen. Liebe Freunde, Patrioten und ich muss sagen mittlerweile auch Dauerwahlkämpfer, weil vor dem Wahlkampf ist ja im Grunde nach dem Wahlkampf und nach dem Wahlkampf ist wieder vor dem Wahlkampf. Ich danke erstmal dafür für die Einladung heute und dass ich auch einige Worte an euch, an Sie richten darf. Bevor ich loslege, ganz kurz, ich mache mir keine Sorgen, seit einer Weile schon über diesen Windpark hier. Das sieht ganz lustig aus, aber Thomas, der dürfte nicht programmkonform sein. Da sprechen wir nachher nochmal drüber. Und zwar Folgendes. Ich komme vom Sachsen-Anhalt-Tag. Wir haben da gerade sehr viel auch zu tun. Ich habe überlegt, Mensch, Sommerfest in Schmölln in Thüringen, das musst du aber irgendwie noch unterkriegen. Weil die Verbandelung, die Verbrüderung zwischen den beiden Landesverbänden Thüringen und Sachsen-Anhalt ist sehr wichtig, ist gewichtig auch innerhalb der AfD. Und wenn wir ein ganz klein wenig zurückschauen, vor allem auch die Geschlossenheit, das Zusammenarbeiten der beiden, es klatschte die Kleine, das war richtig, der beiden Kreisverbände Greiz-Altenburg und Burgenlandkreis. Denn diese beiden Kreisverbände haben das schon sehr, sehr früh verstanden. Wir haben 2014 schon begonnen, als ich damals im Burgenlandkreis noch Kreisvorsitzender war, vorzufühlen. Wir haben Kontakte geknüpft, einige erinnern sich vielleicht noch. Und da haben wir schon den Grundstein gelegt und haben gesagt, die Landesverbände und Kreisverbände dürfen nicht so nebeneinander herdümpeln. Wir müssen miteinander. Ich bin sehr stolz darauf, dass da sogar eine richtige Freundschaft draus geworden ist zwischen den Kreisverbänden, dass wir uns unterstützen bei Wahlkämpfen, aber auch unterstützen beim Feiern. Auch da brauchen wir manchmal Hilfe. Und ich muss sagen, vielen Dank nach Greiz-Altenburg und an den Thomas Rudi. Ich wurde gebeten, mal so zwei Worte zu sagen zur Arbeit bei uns im Landtag. Das ist sicherlich auch mal ganz interessant. Thüringen ist ja auch schon eine ganze Weile im Landtag, aber man hört auch gerne mal vom Nachbarn was. Und wir haben mehrere Anträge eingebracht letzte Woche in unserer Plenarsitzung. Und auf zwei möchte ich mal ganz kurz eingehen. Zum einen haben wir eingebracht einen Antrag an die Landesregierung, dass diese sich einsetzen möge mit aller Kraft im Bundesrat endlich gegen diese, ich muss schon fast sagen, verhassten Russland-Sanktionen. Die brauchen wir nicht. Und wir empfinden das als eine Art der Politik, eine Fortsetzung der Sanktionspolitik US-amerikanischer Außenpolitik nämlich, die hier nur ganz geschickt uns aufgedrückt wurde. Das heißt, wir machen uns zum Lakaien in Europa und mit Deutschland zum Lakaien der US-Amerikaner und tragen jetzt das Gefecht und die Plänkeleien aus, die die USA sonst auf der Welt auch überall austrägt. Wie gesagt, US-amerikanische Sanktionspolitik. Und dann hätten wir ja angenommen, dass wir von den Linken bei diesem Antrag ganz große Unterstützung erhalten. Wir hätten es normalerweise erhalten müssen. Denn die Linken sind ja diejenigen, die auch überall vorne wegrennen und sagen, wir müssen gegen diese Sanktionen sein, wir müssen
für Russland sein und so weiter. Und wir ahnten natürlich schon im Landtag, dass man dem Antrag der AfD aber nicht folgen wird. Und die Linken haben einmal mehr gezeigt, ganz deutlich gezeigt, was man von ihnen zu halten hat. Sie haben sich furchtbar entzaubert. Sie haben unserem Antrag nicht zugestimmt. Im Gegenteil, wir haben dann Dinge im Landtag gehört, dass das Anti-Amerikanismus sei, was wir dort auffahren. Und ich muss sagen, diese Partei, diese Linken haben ganz deutlich gezeigt, denen ist nicht zu glauben und denen ist übrigens auch nicht mehr zu helfen. Dann hatten wir einen anderen Antrag, und zwar sollte sich unsere Landesregierung einsetzen im Bundesrat gegen dieses wirklich abzulehnende, lange gärende schon, im Grunde schon vergärte Freihandelsabkommen TTIP, aber auch TISA und CETA. Und wenn ich mich erinnere, die Grünen und die Linken sind diejenigen, die überall vorne wegrennen und auch gegen diese Freihandelsabkommen sind, sich dafür stark machen, sich allerdings nicht freuen, wenn die AfD an einer Demo teilnimmt gegen TTIP. Und wir haben geschaut, sehen wir doch mal im Plenum, wie sich die Grünen und die Linken positionieren werden bei TTIP. Und es kam, wie es kommen musste, und auch der neue Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern wird das wohl schnell lernen in der Plenumsrunde. Auch in diesem Falle wurde unserem Antrag wieder nicht gefolgt, und wir durften sogar hören von den Grünen, man kann der AfD in dem Punkt nicht folgen, obwohl sie recht hat, weil wir völkisch-nationalistisch sind. Und vorher, der Witz, vorher wurde noch vorgeworfen der AfD, wir sollen nicht immer so populistisch sein. Ja, und zwei Sätze später kam dieser Spruch. Und ich muss sagen, auch das Thema Rassismus ist Dauerdebatte im Landtag, wird ständig aufgefahren, und man ist uns auch bei TTIP nicht gefolgt. Man hat das nicht mitgetragen und hat darauf verwiesen, dass doch die linke Fraktion vor den Sommerferien einen ähnlichen Antrag schon mal eingebracht hatte. Dieser wurde aber allerdings in den Ausschuss verwiesen vor den Sommerferien. Dort liegt er, dort wird er auch nie wieder behandelt werden wahrscheinlich, jeweils nicht zielführend. Und wir wollten noch mal darauf aufmerksam machen. Ich muss sagen, es kam, wie es kommen musste, ideologische Scheuklappen jeder anderen Fraktion, in denen ist nichts daran gelegen, wirklich Politik zu machen. Wir hätten sogar eine Mehrheit zustande gebracht als Opposition bei diesem Punkt. Wir haben es nicht hinbekommen, und wir sehen deutlich, es gibt nur eine wirkliche Opposition, und das ist die Alternative für Deutschland. Zum Abschluss noch eines. Wir haben in Europa ja auch andere nationale, konservative Parteien, mit denen wir auch Kontakt haben, mit denen wir sprechen. Und die sind sehr erfreut und sogar sehr mit Respekt gefüllt gegenüber der AfD. Denn beispielsweise die FPÖ hat das letztens deutlich gesagt, die hatten lange, lange Zeit, ihre Positionen zu erringen. Die FPÖ über Jahrzehnte. Wir haben 3,5 Jahre hinter uns und haben so viel erreicht. Und andere Parteien in Europa wissen, die Veränderung in Europa wird nur ausgehen mit der Initialzündung in Deutschland. Das haben die verstanden, das müssen wir noch mehr verstehen. Wir müssen lernen, dass wir nicht nur eine Alternative für Deutschland sind, wir sind die einzige Alternative auch für Europa. Und die Zukunft. Und für die Zukunft Europas. Und vor diesem Hintergrund müssen wir die eine oder andere Personaldebatte, müssen wir die eine oder andere persönliche Befindlichkeit einfach mal betrachten. Und vor diesem Hintergrund sind die Dinge nur noch ganz, ganz klein. Das sollten wir alle mitnehmen. Wir haben eine Riesenverantwortung, wir haben auch eine Riesenchance. Lasst sie uns gemeinsam nutzen. Danke sehr. Hallo liebe Schmöllner, liebe Gäste der AfD. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei euch sein kann. Wir freuen uns auch. Wow.
Und ich muss sagen, ihr Thüringer, ihr seid mir schon richtig ans Herz gewachsen und ich habe viele Freundschaften hier. Also ich bin immer wieder gern in Thüringen und fühle mich auch sauwohl hier. Gestern war ich mit eurem Landesvorsitzenden Björn Höcke in Northeim in Niedersachsen und wir haben dort den krönenden Abschluss des Wahlkampfs gemacht. Und ich muss sagen, morgen wird bestimmt der Himmel über Niedersachsen AfD blau erstrahlen wie heute über Schmölln. Die letzten zwei Wochen war ich mit meiner Familie in Rom. Und ich muss sagen, mich hat es erschreckt, was in dieser italienischen Stadt abläuft. Es sieht aus wie in Deutschland, in den Großstädten des Westens. Es ist nicht mehr bunt bei uns und dort auch nicht mehr. Es ist jetzt schwarz und braun geworden. Und ich muss sagen, der Satz im Parteiprogramm, der Islam gehört nicht zu Deutschland, war nie richtiger und wichtiger als heute. Und ich frage euch, gehören Kindermorde, Kinderehen, gehören Ehrenmorde, gehören Steinigungen zu Deutschland? Nein. Mittelalter. Als Bayerin und Deutsche möchte ich hier bei uns keine Halbmonde, sondern Kirchtürme sehen. Als Deutsche möchte ich nicht Burka und Burkinis sehen, sondern Miniröcke und Bikinis. Als Deutsche bin ich nicht eine von mehreren Ehefrauen, sondern die einzige Ehefrau meines Mannes. Und als Deutsche halte ich auch nicht demütig still, sondern ich sage ihm auch mal, wo es lang geht, meine Freunde. Als Deutsche werde ich nicht meine 14-jährige Tochter mit dem Cousin zwangsverheiraten, sondern ich überlasse ihr die Wahl des Liebsten. So oder ähnlich müssen Leitlinien aussehen, die Asyl- und Sozialhilfe den muslimischen Männern beizubringen haben. Wie verantwortungslos aber die Realität der angeblichen Integrationsarbeit aussieht, zeigen Praxisberichte aus den Heimen. Dort, konkret bei der Arbeiterwohlfahrt, wird das Flirten beigebracht. Ja, weil die bescheuert sind. Man leistet also willfährig Beihilfe zu "Wir gebären euch weg" oder "Wir erobern euch über eure Bäuche". Das geht gar nicht. Weitere Beweise dafür, welche Bedeutung Merkel und ihre CDU den Integrationsbemühungen wirklich einräumen, liefern Berichte über gemeinsame Kaffeefahrten und erotische Spaßveranstaltungen, die unter dem Deckmantel der Integrationsarbeit laufen. So, liebe Freunde, fühlt sich Merkel Integrationspolitik an. So ernst nimmt sie unsere Kultur, so ernst nimmt sie Deutschland. Ihr Satz im Bundestag diese Woche lautete: Deutschland bleibt Deutschland mit allem, was uns lieb und teuer ist. Mit dem lieb und teuer meinte sie wohl unsere Neubürger. Liebe Freunde, das deutsche Volk hat es bei den letzten Wahlen versäumt, die Politiker auszutauschen. Und jetzt tauschen die Politiker das Volk aus. Wir aber wollen auch in Zukunft eine deutsche Mehrheitsgesellschaft mit einer steigenden Geburtenrate. Deutsche Kinder sollen klar die Mehrheit der bei uns geborenen Kinder sein. Und das, meine Freunde, ist eine absolut legitime, eine absolut selbstverständliche Forderung. Das hat nichts mit Nationalismus, nichts mit Fremdenfeindlichkeit und schon gar nichts mit Rassismus zu tun. Das hat vielmehr mit klarem und gesundem Menschenverstand, mit Vernunft und mit natürlicher und berechtigter Selbsterhaltung zu tun. Wir sagen ganz selbstverständlich Ja zur Familie und Ja zu deutschen Kindern. Und davon möglichst viele. Ja.
deswegen macht Liebe für Deutschland. Und wenn ich nächstes Jahr wieder zum Sommerfest nach Schmölln komme, dann will ich hier viele deutsche Neubürger sehen. Dankeschön. Dankeschön. Also so eine Reden werden Sie jetzt von mir nicht hören. Zur Politik wurde ja auch schon alles gesagt. Was ich aber rüberbringen möchte, ist ein großes und ein von Herzen kommendes, dickes Dankeschön an alle Helfer, die uns unterstützt haben in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu zählen wir auch die Bürgerbewegungen, die sich gegründet haben. Weil auch die Bürgerbewegungen reden mit den Bürgern und öffnen ihnen so allmählich die Augen. Wir hatten tatkräftige Unterstützung aus Thüringen bei uns. Sie haben Flyer verteilt. Wir sind heute nach Thüringen eingeladen geworden. Dafür herzlichen Dank. Wir kennen die Fahrstrecke hierher. Und das bei diesem Wetter, und das war damals im Wahlkampf auch nicht anders. Also alle Achtung, wer sich auf diesen Weg macht, um Flyer zu verteilen oder mit Bürgern zu sprechen, und das in Mecklenburg-Vorpommern. Gestern haben wir unser blaues Wunder nach Berlin abgegeben. Also unser Boot, wir hatten ja ein Wahlboot, das war ja schon überall zu sehen. Und das schicken wir jetzt auf Reisen in jedes Bundesland, wo Wahlen stattfinden werden. Berlin wird es nochmal benutzen können für Werbezwecke. Wir hoffen, es bringt da nochmal ein bisschen etwas. Danach wird es nach Schleswig-Holstein gehen, genau. Auch direkt am Wasser gelegen, der Landtag ebenfalls. Ja, zur Integration. Ich habe hier viel über Integration eben gehört, was die Kanzlerin so machen möchte. Und ich weiß aus meinem Umfeld, dass Integration von außen oder mit Geldern überhaupt nicht funktioniert. Integrieren kann sich nur jemand, der das selber will. Dafür braucht man kein Personal aufwenden und dafür braucht man auch keine Gelder zum Fenster rausschmeißen. Maximal einen Deutschkurs und dann aber auch nur für diejenigen, die einen wirklichen Asylgrund haben. Für alle anderen hat das auszubleiben. André. Du hast vorhin gesprochen von der engen Zusammenarbeit zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt und hast Mecklenburg-Vorpommern vergessen. Wir werden die neue Achse bilden, so wie Björn Höcke es auch gesagt hat, damit auch innerparteilich alle politischen Ziele in die richtige Richtung gehen. Den Grundstein dafür haben wir am Donnerstag gelegt mit unserer Fraktionsgründung. Wo wir sehr gute Köpfe haben einziehen lassen, die ebenfalls das Interesse an eindeutigen Veränderungen in unserem Land zum Guten haben. Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir in Zukunft noch näher zusammenarbeiten werden, uns gegenseitig ergänzen und helfen. Ihr seid im Landtag, ihr könnt uns unterstützen. Wir werden jede Hilfe annehmen und nicht davonweisen. Wie gesagt, wir wollen eure Fehler und alle anderen Fehler, die schon gemacht wurden, nicht wiederholen, damit wir schnell durchstarten können. Als nächstes, morgen haben wir die Kommunalwahlen, die noch entschieden werden müssen. Da hoffen wir auf ein sehr gutes Ergebnis. Und dann nächste Woche in Berlin muss es das nächste Stuhlbein für Angela Merkel sein, was wegbricht. Ja. 15% plus X, genau. Worauf wir besonders stolz sind bei uns, ist, dass wir die Grünen aus dem Landtag verjagt haben. Und deine Erfahrung aus dem Landtag mit Ausgrenzung etc. Wir hatten in Mecklenburg-Vorpommern 10 Jahre die NPD im Landtag. Seit 10 Jahren haben eben die etablierten Parteien diesen Umgang mit der NPD gepflegt, den sogenannten Schweriner Weg. 10 Jahre lang war er unnütz, absolut unnütz. Und deswegen werden sie ihn wahrscheinlich jetzt auch nicht weiterverfolgen können. Wir sind dort in Größenordnung eingezogen. Es bedurfte jetzt endlich der AfD, um die Protestwähler dort auch abzuziehen. Also wir haben dafür gesorgt, dass die NPD eben nirgendwo mehr vertreten ist. Ohne irgendeinen Schweriner Weg, sondern auf demokratischer Ebene. Okay.
das war es eigentlich schon von mir. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die tolle Rede. Ich habe kurz mal das Amt des Conferenciers von Thomas Huhn übernommen. Schönen Dank. Champagner hast du gesagt, oder? In deiner Rede kam Champagner vor. Nee. Doch. Er hat Champagner mal gesagt, oder? Ich habe es genau gehört. Da ist euch jedenfalls drin. Lass dir schmecken. Alles Gute. Vielen Dank. Jo. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gemerkt, die Einschläge kommen näher. Alle deutschen Landstriche, nee, als Politiker soll man die Augen zeigen, ne? Alle deutschen Landstriche sind vertreten, da kann natürlich die Metropole Ostthüringens nicht fehlen. Also herzliche Grüße überbringe ich aus Gera, der noch kreisfreien Stadt hier nebenan. Und da insbesondere vom neu gegründeten Stadtverband, der sich vor etwa 2 Wochen gegründet hat. Also alles Gute nach Schönbrunn. Ich wünschte mir in Gera auch mal so eine tolle Veranstaltung. Ich glaube, das kriegen wir dann irgendwann nochmal hin. Vielen Dank erstmal. Es wurde viel gesagt, man soll so ein bisschen an seine Vorredner anknüpfen, habe ich mal gehört. Katrin, wunderbare Rede. Du hast den Bikini und den Minirock erwähnt, aber das knappe Badehöschen möchtest du schon auch nicht wissen, oder? Das kam so ein bisschen kurz. Das kam so ein bisschen kurz in deiner Rede. Also wenn schon, dann alle. Ja, wir haben viele Sachen gehört. Ich bin kein Freund großer Worte, der eine oder andere weiß das. 2 Aspekte möchte ich nur ansprechen. Zum einen viele abgelehnte Anträge in den Landtagen, wo wir schon vertreten sind. Ein klassisches Beispiel auch in Thüringen. Wir haben vor, ich sag mal, 3-4 Monaten 2 Initiativen gestartet, die Demokratie in Thüringen zu stärken, dadurch, dass Volksabstimmungen und Bürgerbeteiligungen einfacher werden. Das wurde von allen Altparteien einhellig abgelehnt, von der CDU, unter anderem von einem ehemaligen Innenminister, mit der Begründung, ja, Volksabstimmungen, dann kämen wir ja schon fast Richtung kommunistische Volksdemokratie, das dürfte nicht gehen. Das wäre Populismus, sagte ein korpulenter Innenpolitiker von der CDU, und dann wurde alles abgelehnt. Dann hat die AfD am 1. Mai das Bundesparteiprogramm beschlossen in Stuttgart. Und 6 Wochen später bringt die CDU von allen Altmedien applaudierend begleitet einen Antrag ein, Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild in Thüringen durchzuführen, meine Damen und Herren. Dieser Zeitablauf, also spricht für sich, denke ich mal. Die AfD bringt zwar keine Anträge durch, das ist wichtig, aber ich sage mal, wir spielen über die Bande und das funktioniert wunderbar. Wir spielen über die Bande und treiben die Altparteienbande vor uns her. Und das klappt bei uns, das klappt auch in Sachsen-Anhalt sehr gut. Ich denke mal, das klappt auch demnächst in MECPOM. Alles Gute. Ja. Bevor ich jetzt, der Thomas hat den Sekt schon verteilt. Ich darf, haben alle? Ja, ich denke, du brauchst jetzt noch eins. Ja. Und hier im Zelt. Aber dann jetzt noch ein positiver Aspekt aus der Landtagsgeschichte. Einen einzigen Antrag habe ich in meinem Ausschuss, sag ich mal. Ich bin der Vorsitzender des Ausschusses für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Einen einzigen Antrag habe ich durchbekommen. Und das war anlässlich der partiellen Sonnenfinsternis vor etwa einem Jahr, als ich gesagt habe, Leute, wir haben jetzt die partielle Sonnenfinsternis, wollen wir nicht mal rausgehen? Und alle sagten, ja. So, das hat funktioniert. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. In dem Sinne stoße ich an auf die AfD, auf das Bombenwahlergebnis in MECPOM und die Bombenwahlergebnisse überall und auch die, die noch kommen mögen. Schönen Nachmittag, alles Gute. Ich will wieder haben.